Ja? Hallo? Eva, du musst den Führer verlassen. Hermann! Sei so dumm. Jetzt geht es um Leben und Tod. Wie kannst du sowas nur sagen? Wo bist du überhaupt? Ich habe entschieden, nicht die Absicht, in Berlin zu sterben. Hermann! Weiß meine Schwester, wo du bist? Überleg's dir, ich rufe wieder an. Bitte, du kannst den Hermann doch nicht umbringen lassen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte fliehen. Aber was bedeutet das schon noch? Es ist ja eh alles vorbei. Denk doch an meine arme Schwester. Sie ist vom Hermann schwanger. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter. Mit Verrätern gibt es kein Mitleid. Mit Verrätern gibt es keine Erbarmung. Er wird vom Standgericht gestellt und erschossen. Aber wem nutzt das denn jetzt noch? Es ist mein Wille! Du bist der Führer. Mein Führer, die erfolgreichsten Panzerjäger der Berliner Hitlerjugend, angetreten! Ich bin staatsfrei. Mein Führer, dieser Junge hat allein zwei russische Panzer mit der Panzerfaust erledigt. Sein Name ist Peter Kranz. Also Peter heißt du. Ich wollte, meine Generale hätten deinen Mut. Gut, gut. Die Geschichte schaut auf euch. Und wenn Germania aus diesen Trümmern neu emporwächst, seid ihr die Helden. Heil euch!